Wollt ihr mal gleich erzählen, was wir für wilde Theorien hatten? Ich zeig dir das gleich, pass auf. Die damaligen Leute, was glaubst du, was dachten sie über die Erde? Aber dann außenrum, dann sieht man dich nicht, genau. Was für eine Form hatte die Erde damals jetzt? So, wenn du denkst, du kommst auf die Welt und siehst, dass irgendwie alles so... Ich glaube, so Frisbee. So Frisbee, so flachmäßig, ja. Ne? Ja, ja, okay. Die Frage, die sich aber stellt damals ist, wenn die Erde wirklich flach ist, warum fällt sie nicht? Ne, ich habe denen gesagt, viele haben gesagt, die fällt nicht wegen Gravitation oder so, keine Ahnung. Aber viel simpler. Das macht alles zu kompliziert. Warum fällt die Erde nicht? Da kann man wirklich sofort drauf kommen. Also wenn du da jetzt nicht drauf kommst, ne? Ja. Weil Gott sie hält. Hatten wir auch schon, aber das ist auch zu kompliziert. Warum musst du Gott immer in jede Sache reinpacken? Nee, nee, nee. Ja. Sie wird von Elefanten getragen. Natürlich. Ah! Hä? Logisch, die Erde wird von Elefanten getragen. Ja. Die indische Kultur hatte dieses Gedankengut. Wie habe ich mich gerade so ausgedrückt? Also ja, die indische Kultur hatte damals den Gedanken, die Erde ist flach, aber warum fällt sie nicht runter? Wenn die Erde wirklich flach ist, warum fällt sie nicht runter? Der Grund ist ganz einfach, weil sie von Elefanten getragen wird. Aber dann stellt sich jetzt, welche Frage dann? Welche Frage stellt sich dann jetzt? Ja? Nicht du, sie? Warum fallen die Elefanten nicht runter? Worauf stehen die? Hast du eine Antwort darauf? Ja. Auf eine Schildkröte. Natürlich. Die Erde fällt nicht... Denk doch einfach mal ein bisschen drüber nach. Die Erde ist flach. Das heißt, sie müsste runterfallen. Damals gab es Gravitation noch gar nicht, ne? Da hatten wir Newton, den lieben Newton hatten wir noch nicht. Das heißt, sie müsste runterfallen, aber tut sie nicht, weil sie auf Elefanten getragen wird. Also die Elefanten tragen die Erde und die fallen natürlich auch nicht runter, weil ganz einleuchtend, da braucht man nicht zweimal drüber nachzudenken, die stehen auf einer Schildkröte. Und wo ist die Schildkröte? Ja, das ist die einfachste Frage von allen. Wo ist die Schildkröte? Das ist doch einfach. Also dass man das nicht weiß, ist wirklich, also dass man nicht drauf kommt. Ja. Auf einen Tiger. Nee, wie viele Tiere willst du denn noch haben? Was für Tiger, wie viele Tiere willst du denn noch haben? Natürlich, die Schildkröte befindet sich mit den Elefanten und die flache Erde auf einem Ozean, der unendlich groß ist. So wie ein Schiff. Und wenn du jetzt fragst, wo sich dieses Ozean befindet, dann bist du einfach nur ein Verschwörungstheoretiker. Sorry. Aber dann willst du sagen, dass diese Theorie falsch ist und dann willst du hier zeigen den Leuten, also wenn ihr sagt, wo ist dieser Ozean oder sowas, worauf steht dieser Ozean, dann seid ihr einfach nur Hater, Punkt. Ihr wollt nicht die Wahrheit, sondern ihr wollt einfach nur kritisieren. Das sind ganz einfache Antworten. Warum muss man darüber diskutieren? Also, und hier nochmal ein Bild, wie das ungefähr sich die Leute vorgestellt haben. Die indische Kultur, wirklich Spaß beiseite, gab es Theorien oder Legenden, die besagten, dass die Erde ungefähr so aussah. Ihr dürft jetzt nicht zu hart damit umgehen. Ihr dürft jetzt nicht denken, wie dumm sind die Leute oder sowas. Bedenkt dabei, wir reden hier gerade von einer Zeit, tausende von Jahren in der Vergangenheit. Okay? So, wir haben hier nicht dieses wissenschaftliche Herangehensweise. Die wissenschaftliche Herangehensweise hatte welcher Typ, welcher Philosoph? Kennt ihr noch seinen Namen? Ja? Hä? Ja, bitte. Dazu kommen wir noch. Ja, du hast recht. Du hast recht. Wenn man üblich reingeht, warum fällt die Erde nicht runter? Auch wenn sie eine Kugel ist, müsste sie ja runterfallen. Kommen wir gleich noch zu. Also wie gesagt, Anaximander hatte den Polarstern gesehen und gemerkt, das ist der einzige, der sich nicht bewegt. So, der bleibt an seinem Punkt, alle anderen drehen sich um das Ding. Und deshalb ist er davon ausgegangen, dass erstmal die Erde flach ist und sie ist von einer hohlen Kugel umgeben. Ich habe auch gelesen, diese Kugel besteht aus verschiedenen Schichten, die durchlöchert sind. Und da, wo Löcher sind, sieht man die Sterne. Der hatte gute Gedanken, das muss man ihm sagen. Also zu der damaligen Zeit war das nicht schlecht, dass wir auch eine Rotationsachse haben, die durch den Polarstern geht. Also dass der Polarstern sich
genau auf dieser Rotationsachse befindet und deshalb ändert er seine Position sozusagen nicht. Aber dann hat er irgendwann gesagt, wisst ihr was, flach und so, ich baue mal ein bisschen was Cooleres. Was haben wir da angesprochen? Warum, wie ist er auf die Idee gekommen? Zumindest nach einigen Quellen. Wenn die Erde wirklich flach ist, dann... Müsste man von überall die gleichen Sterne sehen? Dann müsste ich von überall die gleichen Sterne sehen. Jetzt haben Reisende berichtet, ich bin jetzt sehr lang gereist und trotzdem habe ich die Sonne nicht anfassen können am Randende. Also die erste Erklärung ist, die Erde ist groß, flach aber groß. Der zweite Gedanke war, wenn die Leute nicht überall die gleichen Sterne sehen, einige Sterne verschwinden und neue tauchen auf, dann gibt es nur eine logische Erklärung dafür. Was für eine Form muss die Erde haben? Wenn an einigen Orten die Sterne verschwinden, dann kann die ja nicht flach sein. Was ist sie also? Ein Dinosaurier. Nee, wirklich, was ist sie dann? Würfel. Fass? Boah, hilf mir mal. Ein Zylinder. Genau. Also die Erde ist... Die Erklärung ist nicht, okay, ich bin hier, also die Erklärung ist nicht, ich stehe hier oben und sehe andere Sterne als zum Beispiel von der anderen Erdhalbkugel, sondern die Erklärung ist, die Erde ist nicht rund, sondern die einzig logische, die Erde ist eine Pringles-Dose. Ein Zylinder. Okay? So. Ich habe auch in einigen, wie gesagt, das sage ich jetzt nochmal kurz, also ich habe in einigen Quellen gelesen, damit hat er erklärt, dass die Leute sich zum Beispiel hier bewegen entlang der Kurve, entlang der Krümmung und deshalb sehen sie unterschiedliche Sterne. Aber das meiste, was ich dazu gefunden habe, ist tatsächlich, dass er sagt, dass wir auf einer flachen Erde leben, die zylinderförmig ist und ein Zylinder ist halt stabil, deswegen. Und warum fällt der Zylinder nicht runter? Weil es so ist. Hat er gut gesagt, damals. Genau. Aber Aristoteles hat dann festgestellt, dass die Erde rund ist anhand von der Mondfinsternis. Das haben wir angesprochen. So, dann waren wir bei Eratosthenes und Flacherdler ein bisschen widerlegt. Und jetzt kommen wir zu einem lieben Herrn. Das ist, kennt ihr den? Kommt ihr euch bekannt vor? Das sieht aus wie eine Frau. Das Piso. Das bin ich, genau. Nee. Napoleon jetzt nochmal. Napoleon. Weißt du, ich habe das Bild gezeigt. Pass auf, ich habe dieses Bild gezeigt, gefragt, wer ist das? Erste Antwort, Napoleon. Zweite Antwort, Newton. Nee, das war schon Aristoteles, ein cooler Typ. Das ist das Weltbild nach Nikolaus Kopernikus. Kopernikus habt ihr schon mal gehört?